Mit kilometerlangen Staus mussten Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der A215 in Richtung Kiel rechnen. Ein LKW kollidierte am frühen Morgen mit der Leitplanke im einspurigen Baustellenbereich auf der Höhe der Zusammenführung der A215 mit der A210. Die Bergung des LKW gestaltete sich aufwendiger als gedacht. Die Einsatzkräfte mussten einen Bergungskran zur Unterstützung anfordern. Die Fahrbahn wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Rund um Kiel staute sich der Berufsverkehr kilometerweit. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder, doch zum Nachmittag müssen Autofahrer mit weiteren Verzögerungen rechnen. Die beschädigte Leitplanke an der Unfallstelle soll ersetzt werden. Für die Dauer der Baumaßnahmen wird die A215 in Richtung Kiel wieder gesperrt.